Vielen Dank, Herr Pörksen. Das hat mich sehr geehrt und sehr berührt, Ihre Rede, weil sie mir noch mal so klar gemacht hat, was passiert ist in diesem Jahr. Ich fühle mich ganz wahnsinnig geehrt. Ich fühle mich geehrt durch Ihre Rede. Ich fühle mich geehrt, weil 80 Jurymitglieder entschieden haben, dass ich Journalistin des Jahres sein soll. Da fühlt man sich natürlich gebauchpinselt, weil das ist ja unsere Branche. Und trotzdem bin ich heute und auch schon die letzten Tage, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich hierher komme und auch als ich hierher gefahren bin, mit einem total komischen Gefühl hierher gefahren, weil ich dachte, Mensch, okay, jetzt wirst du also Journalistin des Jahres im Jahr 2015, in dem Jahr, in dem unsere Branche, wir Journalisten, so hinterfragt werden und so angegriffen werden, wie ich es noch nie erlebt habe. Also die Lügenpresse schallt einem ja von allen Ecken und Enden entgegen. Wenn ich also jetzt überlege, 40% glauben uns nicht mehr, wir sind Lügenpresse, ich bin Journalistin des Jahres, demzufolge wäre ich also aus deren Sicht die Lügnerin des Jahres. Ein Scheißgefühl, muss man sagen. In der Tat ist es so, Frau Mills hatte mir auch gesagt, dass meine Nominierung schon so viele Kommentare hervorgerufen hat. Ich habe sie dann doch wieder gelesen, man sollte es ja nicht machen, aber ich habe doch wiederum gelesen. Da stehen viele nette Sachen, es stehen auch viele böse Sachen, aber ich bin es inzwischen gewöhnt. In der Tat bewege ich mich seit diesem Kommentar, und man darf ja nicht vergessen, es ist ein Kommentar von 1 Minute 50. Ja? Also ich meine, das ist ja nichts. 1 Minute 50, Tagesthemen, 5. August, viele Leute im Sommerurlaub, es war sogar schönes Wetter, man konnte grillen. 1 Minute 50, in der ich im Prinzip nur gesagt habe, dass man eigentlich andere Leute nicht oder beziehungsweise Flüchtlinge nicht einfach so mit Hass und Hetze diffamieren darf, hat tatsächlich so viel verändert in meinem Leben, und seitdem befinde ich mich in so einem komischen Gefühlscocktail aus Menschen, die mir begegnen und mir, oder beziehungsweise die mir schreiben, und zwar wirklich mittlerweile tagtäglich, und mir wünschen, dass ich doch von dieser Negerbande, die ich hier ins Land holen wollte, mal ordentlich durchvergewaltigt werde. Und auf der anderen Seite Leute, wie das, was mir tatsächlich vorhin passiert ist, als ich am Dammtor in den Zug gestiegen bin, kam ein Mann auf mich zu, zog seinen Handschuh aus, kam auf mich zu, ich dachte mir, oh weia, jetzt fängst du eine, aber er kam nur und sagte, Sie sind doch Frau Reschke vom NDR. Ich sage, ja, darf ich Ihnen mal die Hand schütteln? Vielen Dank für Ihre Berichterstattung. Ich denke mir, meine Güte, es ist ein merkwürdiges, Konglomerat oder eine merkwürdige Mischung zwischen Messias und Hassobjekt, so. Aber ich bin beides nicht. Das ist keine Rolle, die ich haben möchte. Ich bin weder der Heilsbringer, noch bin ich irgendwie der Mensch, den man jetzt hassen muss. Ich habe nichts, ich bin kein Akteur, ich bin kein Politiker, ich habe nichts entschieden. Ich habe nicht gesagt, dass Flüchtlinge kommen sollen. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie nicht kommen sollen. Ich habe eigentlich nur berichtet oder in diesem Fall kommentiert. Meine Rolle ist, wie gesagt, die einer Journalistin. Aber, und das muss ich zugeben, ich weiß nicht mehr, was das ist. Es ist ein bisschen erschreckend jetzt, dass Sie ausgerechnet mich zur Journalistin des Jahres gewählt haben und ich jetzt sage, dass ich nicht mehr weiß, was das bedeutet. Was ist denn meine Aufgabe? Was ist denn unsere Aufgabe? Wie sind denn unsere Instrumente? Was müssen wir denn machen? So in dieser Verunsicherung spüre ich mich, und ich merke, dass ich auch da nicht alleine bin. Ich merke das an meiner Redaktion oder an meinen Redaktionen. Ich merke das auch an vielen Artikeln, die es ja gab. Ich habe, also viele von Ihnen haben ja kluge Leitartikel und Gedanken dazu schon formuliert. Ich habe die alle aufgesogen, weil ich dachte, ja, in der Hoffnung, Erlösung zu finden und irgendwie zu ahnen, was ich tun muss. Ich bin immer wieder auf den Satz gestoßen, der jetzt oft zitiert wird und wo dann alle nicken und sagen, ja, genau, so ist es gut, sagen, was ist. Das Zitat von Herrn Augstein. Letzte Woche durfte ich beim Spiegel sein, da ging ich auch wieder durch diese fulminante Halle, da steht der Satz ja dann in großen Lettern, da dachte ich mir, ja, sagen, was ist, das klingt gut, das ist so muss man es machen. Aber ganz ehrlich, was ist denn? Was ist denn eigentlich? Was heißt denn das, sagen, was ist? Gucken wir uns doch mal dieses Thema Flüchtlinge an. Es kommen also im Sommer 2015 plötzlich bemerkbar wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland. Kommen da aus welchen Motiven auch immer, mit ihren Kindern, ohne Kinder, Männer, Alleinstehende. So, die einen sehen da drin arme Seelen, denen man helfen muss, die man versorgen muss, die vielleicht sogar unser demografisches Problem lösen. Und die anderen sehen da drin Invasoren,
die unser Land bedrohen, bei denen man nicht weiß, ob sie vielleicht übergriffig sind, die Kriminalität auf jeden Fall Übles ins Land bringen. Was ist denn jetzt? Was sage ich denn? Was ist denn das Richtige? Ich weiß nicht. Wir haben eine Seite berichtet. Wir haben gesagt, ja, Mensch, könnte was helfen. Aber wir haben die andere Seite dabei nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, was ist. Wir hatten ein gutes Jahr bei Panorama, weil plötzlich einordnender oder bewertender oder kommentierender Journalismus eine große Renaissance erfährt. Jetzt muss man dazu sagen, dass man natürlich, wenn man bei den politischen Magazinen der ARD arbeitet und mit vielen Artikeln über die Jahre auch von Ihnen aus dem Print konfrontiert ist, merkt, dass der politische Journalismus immer so ein bisschen runtergeschrieben wurde. Ne? Die politischen Magazine sind so ein bisschen bedeutungslos gewesen. Von daher war das schon sehr schön für uns, dass wir plötzlich das Gefühl hatten, Mensch, wir haben auch irgendwie was zu sagen und wir haben berichtet und wir haben tolle Reportagen gemacht und wir haben versucht, irgendwie für die Menschen da draußen einzuordnen, was da gerade passiert und da kommen Leute und wir haben versucht, die AfD und PG zu dechiffrieren manchmal, weil auch davor haben ja Menschen Angst. Wir haben auch versucht, die Ängste, den anderen Ängsten zu begegnen, indem wir versucht haben, Fakten dagegen zu stellen, zu sagen, nee, guck mal, sind gar nicht alle kriminell, nee, guck mal, sind gar nicht alle schlimme Vergewaltiger. Also eigentlich versucht das, was man so tun sollte, Fakten dagegen zu stellen. Aber es ist so ein bisschen wie mit Kindern, das kennt man auch. Wenn das Kind sagt, ist ein Monster unterm Bett, dann sagt man, nee, guck ich, ist kein Monster, hilft nichts. Die Angst ist nicht weg, ob da nun ein Monster ist oder nicht. Fakten helfen gar nichts. Ich habe also festgestellt, je mehr wir Fakten dagegen gesetzt haben und je mehr wir gesagt haben, nee, die Kriminalitätsstatistik sagt das gar nicht und guck mal, ich weiß gar nicht, wie vielen Gerüchten ich nachgegangen bin, je mehr wir das berichtet haben, desto größer wurde die Wut, desto mehr Kommentare habe ich bekommen, desto mehr Mails habe ich bekommen, in denen drin stand, doch, guck hier, in Dingsda-Bumster ist jemand vergewaltigt worden und im schau mal, ruf bei uns an, im Schwimmbad sind Männer übergriffig geworden. Dann habe ich angefangen nachzurecherchieren. Ich habe mit Bademeistern telefoniert. Ich habe, weiß gar nicht, wie viele Polizeistationen ich in diesem Land angerufen habe, gefragt habe, Mensch, ist bei euch jemand vergewaltigt worden? Nein. Okay, alles klar. Dann habe ich zurückgeschrieben und dann habe ich noch eine längere Liste gekriegt mit noch mehr Gerüchten und mit noch mehr schlimmen Sachen, die Menschen gemacht haben oder die Flüchtlinge gemacht haben könnten. Und ich dachte mir, das ist ja wie Sisyphus, ich komme gar nicht voran. Ich kann nicht durchdringen. Und dann, trotzdem haben wir gesagt, okay, das ist richtig, dann ist Köln passiert. Köln ist ein Albtraum. Köln war ein solcher Albtraum, wie ich ihn mir gar nicht anders vorstellen kann, weil Köln so viel verändert hat. So, wieder, sagen, was ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann immer noch nicht sagen, was ist. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Köln nicht einordnen. Bis heute weiß ich nicht, was da eigentlich genau passiert ist. Aber es wurde erwartet von uns, dass wir das sagen. Jetzt hatte Panorama das Problem, dass wir am 7. Januar gesendet haben. Scheiß Endetermin, weiß man, nach Weihnachten und Silvester. Da musst du irgendwie dir eine Sendung hingelegt haben und die vorbereitet haben, weil da kannst du irgendwie, was willst du denn da über die Feiertage groß drehen? Also hatten wir eine Sendung fertig. Am Montagabend ungefähr kamen ja so die ersten Meldungen. Wir sendeten Donnerstag. Am Dienstag saßen meine Redaktion und ich zusammen. Wir haben gesagt, okay, ja, irgendwie müssen wir darauf nicht eingehen, gerade wir von Panorama, die jetzt so oft erzählt haben, dass es ja eigentlich gar kein Problem gibt mit Kriminalität. Ja, müssen wir. So, wir saßen da wie die Häschen, ja, und dachten so, ja, aber was machen wir denn jetzt? Wir wissen ja gar nicht, was da passiert ist. Die Informationslage war so unklar. Die Kölner Polizei sagte nichts Richtiges. Der Polizeipräsident war noch gar nicht zurückgetreten. So haben wir uns irgendwie Stunde um Stunde und dachten immer, wir müssen jetzt was losschicken. Fernsehen ist ja kompliziert, da kann man ja nicht einfach irgendwas schreiben, da muss man ja irgendwas drehen. Also ganz ehrlich, wir haben dann Donnerstag gesendet und haben den Film gesendet, der vorbereitet war. Eine Katastrophe. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Ich stand in diesem Studio, es war Köln passiert, ich wusste, oder mein Eindruck war, weil die Kommentare im Netz vorher so stark waren, ich muss jetzt was dazu sagen, ich muss das einordnen, ich muss eine Bewertung finden, aber ich kann keine Bewertung finden. Also habe ich das gesagt, ich kann es nicht. Ich habe gesagt, es tut uns leid. Ja, Sie würden erwarten, wir würden auch gerne was zu Köln senden, aber wir können an diesem Moment kein fundiertes Urteil abgeben. Also blank gezogen. Jetzt könnte man sagen, ich habe es bei dir, Georg, gelesen, du hattest das vorgeschlagen, dass das ein guter
ein guter Moment oder eine Idee ist, wie wir den Journalismus auch wieder Vertrauen dafür gewinnen können, dass man einfach auch ehrlich zu seinen Fehlern steht und zu seiner Nichtfähigkeit, Urteile zu fällen. Weil man darf nicht vergessen, German Wings, was sind wir alle verprügelt worden, dass wir so schnell überlegt hatten, warum dieses Flugzeug abgestürzt ist und was haben wir nicht alles gesendet und welche Experten nicht alle ins Fernsehen und in die Live-Ticker und ich weiß nicht, was alles genommen. Zack, 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 immer schneller, das war verkehrt, das haben wir eingesehen. So, Köln, ich konnte es nicht bewerten. Es hat nicht geholfen. Es wurde noch schlimmer. Die Wut war so groß. Ich bin überschüttet worden von so wütenden Kommentaren und wütenden E-Mails. Und sogar auch innerhalb unseres Senders wurde natürlich darüber diskutiert, dass das doch nicht geht und dass wir das doch bewerten müssen. Ja, das stimmt. Ich hätte auch lieber was zu Köln gesendet. Ich hätte gerne irgendwas gehabt. Aber ganz ehrlich, ich hatte es nicht. Wir hatten es nicht. Und das sind die Punkte, wo ich immer denke, okay, was ist denn unsere Aufgabe? Ist es richtig, dass wir irgendwas bewerten müssen, wenn wir es gar nicht können? Sagen, was ist. Auch jetzt, ich glaube letztendlich, also ich denke wirklich darüber nach seit August, ja? Ich glaube, dass wir letztendlich ein bisschen einer falschen Vorstellung von Journalismus aufsitzen. Und zwar der Vorstellung, dass wir neutral Bericht erstatten könnten. Ich glaube auch, dass viele Leute das erwarten, das sehe ich auch immer wieder. Nein, das können wir nicht. Ich glaube, wir haben uns ganz lange darauf verlassen, dass wir eine elitäre Stimme sind. Wir sind ja die, die zu einem Minister gehen können und fragen. Wir sind die, die vor Ort reisen können. Wir wissen, wie es ist. Wir wissen es, wir senden es, wir schreiben es. Zack, könnt ihr mit klarkommen. Leider haben die Leute das gemerkt, dass auch unsere Berichte geprägt sind, immer durch uns. Es gibt keine Neutrale, nicht mal eine Nachrichtenminute ist neutral. Es ist immer die Person, die dahin geht, die ihre Auswahl getroffen hat. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie wissen das letztendlich alle, die ihre Auswahl getroffen hat, die ihre Stimme da drauf legt. Wenn wir jetzt wieder berichten, muss es Obergrenzen geben? Ist es richtig, ja oder nein? Ist es richtig, dass Putin Assad hilft? Ist es richtig, dass man Assad unterstützt? Wir wissen das nicht, ob es richtig ist oder falsch ist. Das ist auch, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht Akteure, wir sind nicht Politiker, wir sind auch nicht die vierte Gewalt, wir sind nur Journalisten. Aber was ist dann unsere Aufgabe? Ich bin Journalist geworden und das bin ich eigentlich auch immer noch gerne, weil ich es so toll fand, ganz aus egoistischen Gründen, dass man überall hingehen kann. Ja? Dass ich heute mit dem Hartz-IV-Empfänger und morgen mit dem DAX-Vorstand sprechen kann. Dass ich in alle Lebenswirklichkeiten reingucken kann und das, was ich Tolles erlebe, anderen Leuten weitererzählen kann. Natürlich kann ich das versuchen, mit der Wirklichkeit abzugleichen. Ich kann versuchen, Fakten dazu zu finden und die dazu zu tun. Aber ich werde es immer so berichten, es ist immer letztendlich mein Bild. Und ich glaube, das müssen wir ehrlicher sagen. Mein einziges, also wenn man immer fragt, was ist denn die Lösung aus unserer Vertrauenskrise? Ich weiß sie nicht. Ich weiß sie nicht. Ich kann nur hoffen, dass Authentizität hilft. Denn eigentlich, und das wollte ich noch zum Ende sagen, ist es eine total tolle Zeit für Journalismus. Also ich habe ja, Sie haben es erwähnt, ich habe ja mal ein Buch geschrieben über die Geschichte von Panorama. Panorama wurde vor ein paar Jahren 50, uraltes Magazin, so. Und habe eigentlich erst in der Beschäftigung mit dieser Geschichte von Panorama verstanden, wie dieses Land, wie die Bundesrepublik entstanden ist und wie sehr so viele Punkte, die wir heute für selbstverständlich erachten, Pressefreiheit zum Beispiel, Meinungsfreiheit, erkämpft werden mussten, wie viele Tabus gebrochen werden mussten und wer das gemacht hat. Es sind nämlich kritische Journalisten gewesen. Ja? Es sind kritische Journalisten gewesen, die immer wieder diese Themen aufs Tableau gebracht haben und sich dafür haben verprügeln lassen und so weiter. Und wir alle wissen auch, wenn wir zurückgucken in unsere historischen Blätter und in unsere historischen Sendungen, dann gibt es immer wieder alle 10 Jahre, gibt es dann irgendwelche Jubiläen und dann kramen wir die großen alten Skandale raus. Und ich habe mich ertappt dabei, dass ich dachte, Mensch, die 60er, das war eine wilde Zeit. Ich war ein bisschen neidisch auf die Kollegen, weil da hat die Republik gewackelt, ja, da war noch was los. So, und ich dachte mir, ja, bei uns wackelt da nichts mehr, weil ob ich jetzt nur erzähle, dass jetzt, weiß ich nicht, Öhmchen X von der Krankenkasse abgezogen wurde oder dass jetzt der Rentenbeitrag doch nicht erhöht wird, da wackelt halt die Republik nicht mehr. Jetzt wackelt sie wieder. Jetzt wackelt sie wieder. Ich empfinde das extrem so. Und ich merke, dass wenn eine Republik wackelt, wird halt der Tritt auch nicht gerade fester. Sondern man merkt, oh, das krummelt im Magen. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, da muss man jetzt auch nicht einknicken, da muss man auch nicht sagen, na gut,
dann schaffen wir das nicht mehr oder wir geben auf, sondern ich glaube, es ist jetzt genau der Moment, wo sich der Journalismus wieder neu sortiert, wo wir wieder dafür da sind, auch irgendwie dieses Land und diese Gesellschaft, weil es geht wieder um grundlegende gesellschaftliche Fragen, neu aufzustellen. Aber ich glaube, wir können es nicht mehr machen mit der alten elitären Rolle und behaupten, wir wissen, was ist. Das heißt, mein Plädoyer und mein Gedanke, wenn ich diesen Preis jetzt mit nach Hause nehme, damit ich jetzt hier auch nicht so schwer werde und alle in den Keller geredet habe, sondern man muss ja positiv nach vorne gucken, das möchte ich auch gerne. Mein Gedanke, also wenn ich diesen Preis mit nach Hause nehme, ist jetzt, den hänge ich mit an die Wand und sage mir, alles klar, du sagst jetzt, was ist, und zwar, wie du es findest. Und du erklärst, warum du es so findest. Und ich glaube, wir versuchen rauszufinden, was ist, und weiter sozusagen diese Gesellschaft kritisch zu begleiten, aber nicht so zu tun, als wüssten wir alles besser. Vielen herzlichen Dank für diesen Preis.